Hey Leute, schön, dass ihr wieder am Start seid. Heute sind wir hier bei Robert, Robert Gladitz. Der eine oder andere mag ihn kennen von meinem Kanal, weil wir machen sehr, sehr ähnliche Themen. Ja, und haben uns gedacht, wird Zeit, dass wir uns mal treffen. Und das Thema, was ich behandeln möchte, ist dieses, wie finden wir heraus, was wir eigentlich wirklich mit unserem Leben anfangen wollen. Wir haben 1000 Möglichkeiten, das kann überfordernd sein. Und Robert ist, glaube ich, ein perfektes Beispiel dafür, wie man sein, also er wirkt so, jetzt hat er sein Ding voll gefunden und ich will halt mal wissen, ob das immer so war und ob da vielleicht Hürden im Weg waren oder wie du das angegangen bist. Aber bevor du damit loslegst, kannst du dich gerne nochmal meinen Leuten vorstellen. Sehr gerne. Erstmal Dirk, danke für die Gelegenheit. Freut mich sehr, dass du heute hier bist. Und genau, ich bin Robert, ich bin 25 Jahre alt und ich bin digitaler Nomade, Business Coach, YouTuber. Mein Ziel ist es, Menschen auf ihrem Weg zu einem selbstbestimmteren Leben zu unterstützen. Angefangen hat für mich alles mit dem Thema Ernährung. Ich bin jetzt seit knapp 5 Jahren vegan, habe angefangen mit dem Thema Rohkost, habe dazu einen Blog gehabt, hab dazu ein Business gehabt, habe dann so einen kleinen Shift eingelegt, aber ich denke mal, dazu kommen wir vielleicht gleich noch. Ja. Und genau, beschäftige mich jetzt mit Online-Business, Social Media, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, Reisen. Genau, das sind so meine Themen. Und das ist genau das, warum ich diese Frage dir unbedingt stellen wollte, weil wir haben ja, also bei mir ist es jedenfalls so, dass ich ganz große Probleme hatte, mich für eine Sache zu entscheiden, weil ich eben so viele Dinge wirklich dafür leidenschaftlich brenne und wie soll ich mich bei all den 1000 Ideen überhaupt für irgendwas entscheiden und wie soll ich dann rausfinden, was will ich mit meinem Leben anfangen? Und da habe ich so gedacht, boah krass, der hat so viele Wege eingeschlagen schon und wie war das da bei dir? Also wie war das am Anfang, als du gestartet hast mit dem Rohkost Mindset und wie ist es dann weitergegangen für dich? War das immer so klar? Auf keinen Fall. So, angefangen in diese ganze Welt irgendwie bin ich, wie so viele eigentlich, durch Tim Ferriss 4-Stunden-Woche. Da war für mich zum ersten Mal so dieses Gefühl in mir, dass ich irgendwas eigenes starten will, das ist schon ein ganzes Weilchen, glaube ich, da. Aber das war so im ersten Mal die Bestätigung, es gibt Leute, die sich einfach selbst was aufbauen und damit was bewegen. Und dann dachte ich so, krass, okay, das will ich auch. Und dann habe ich so geguckt, okay, was ist irgendwie mein Medium? Und dachte ich so, oh, Schreiben ist ganz cool. Habe damals einen Blog gestartet, noch einen komplett anderen, da war noch gar nichts mit Rohkost und habe da so ein bisschen vor mich hingeschrieben, so unregelmäßig. Und meine 3,5 Freunde plus meine Mama haben das gelesen. Und das war so ein bisschen so als Sandkasten, um das ein bisschen zu üben. Und irgendwann dachte ich dann, ich habe eigentlich über alles geschrieben, was mich interessiert hat. Und irgendwann dachte ich dann so, ich will mehr Leute erreichen und ich will irgendwie was machen, was Richtiges so ein bisschen. Und dann habe ich geguckt, okay, was ist mein eines Thema, was mich zu dem Zeitpunkt gerade am meisten begeistert? Und das war ganz klar auf jeden Fall die Ernährung. Und dann habe ich den Blog gestartet, Rohkost 1x1. Und das hat sich direkt richtig gut angefühlt. Direkt waren richtig viele Leute da, die es interessiert hat. Und ich habe halt gemerkt, dass ich mit dem, was ich zu dem Zeitpunkt gelernt habe, zu dem Zeitpunkt war ich 2,5 Jahre, dass ich rohvegan unterwegs war und ich habe halt quasi, ich habe das nicht studiert oder sowas, aber ich habe einfach die Erfahrung weitergegeben, die ich bei meiner Umstellung gemacht habe, wie man sich organisiert, wie man damit umgeht, wenn irgendwie die Freunde und Familie das blöd finden, wie man das macht und unterwegs und all diese konkreten Real-World-Skills, würde ich mal sagen, die eigentlich super, super wichtig sind, habe ich weitergegeben und es hat gut funktioniert. Und dann kam ich an den Punkt, Anfang letzten Jahres, also quasi 1,5 Jahre nach dem Start des Rohkost 1x1, dass ich gemerkt habe, okay, das Thema Ernährung interessiert mich voll, das ist cool und ich mag es, Menschen dabei zu unterstützen, aber so 100% ist es das nicht. Und eigentlich war das eher so ein Mittel zum Zweck, weil mich das, was mich am meisten interessiert, ist dieses etwas Eigenes aufbauen. Und für mich war das zu dem Zeitpunkt einfach das Thema Ernährung, aber ich finde es super inspirierend, wenn Leute was aufbauen wollen zum Thema Gärtnern oder Yoga oder Persönlichkeitsentwicklung oder was auch immer ihr Thema ist und die dabei zu unterstützen, ihre Expertise und ihre Leidenschaft in die Welt hinaus zu schicken und damit Menschen zu erreichen. Und dann habe ich diesen Shift eingelegt, genau. Hast du, Entschuldigung, dass ich da unterbreche, hast du das beim Tun dann entdeckt? Was meinst du genau? Na, diese erste Zusammenarbeit. Du sagst, das war Mittel zum Zweck. Hast du das da schon gewusst oder war das dann, dass du dabei gemerkt hast, hey, die Leidenschaft ist eigentlich was, um das Thema was Eigenes aufbauen. Ja. Es kam so, also ich würde sagen, ich habe mir halt angeguckt, okay, was ist eigentlich so mein Konsumverhalten, womit beschäftige ich mich? Und ich war nicht so dieser typische Vegan-YouTuber, der dann auf den ganzen anderen Channels rumhängt, sondern ich habe schon damals irgendwie eher so Gary Vaynerchuk und Lewis House und die ganzen Business und Life-Changer-Leute, sag ich mal, mir reingezogen. Und das war das, wofür ich mich begeistert habe. Und so kam dann nach und nach irgendwie immer mehr diese Gewissheit, so du willst was in die Richtung machen. Und am Anfang habe ich das ja, damals hieß der Kanal noch das Business 1x1 und habe das so als kleines Side-Projekt gestartet, habe glaube ich
2 Monate lang einfach 2 Videos die Woche hochgeladen, ganz simpel, ganz easy, neben dem, so als Ausprobieren. Und ich habe halt direkt bei den ersten Videos gemerkt, so, boah, krass, das macht richtig, richtig Spaß. Und ich muss mich dafür weniger vorbereiten und erziele ein besseres Ergebnis, weil ich einfach noch mehr mit meiner Leidenschaft in Kontakt bin. Und so gab es dann, es ging irgendwie immer weiter, es gab eigentlich keinen Ausweg mehr, dass ich irgendwann dann sagen musste, so, okay, ich gehe da jetzt richtig all in, weil das ist es nochmal mehr, also quasi von 88% auf 97% so hochgelevelt, würde ich sagen. Und also das klingt jetzt so, da sind schon Sprünge und so, und ich finde das krass, wie du das gemacht hast. Und es klingt aber so jetzt für mich so easy. Und wenn ich jetzt aber selber gerade vielleicht vom Bildschirm hocke und wirklich das Gefühl habe, oh, ich habe wirklich hier 10 Sachen, die ich nicht, und ich weiß nicht so richtig, für was soll ich mich denn entscheiden, oder ich bin mir überhaupt noch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Was könntest du jetzt aus, vielleicht aus deiner Erfahrung dann den anderen mitgeben? Was denkst du, was da, gibt es da eine Patentlösung oder wie würdest du da rangehen? Puh, das ist ein super schwieriges Thema. Ich würde sagen, also ich glaube, dass die allermeisten Menschen oder dass viele Menschen tief in sich drin eigentlich ein Stück weit wissen, was ihr Thema ist, aber nicht das Vertrauen haben, dass sie damit was aufbauen können. Also ich, bei vielen ist es, glaube ich, so ein Balanceakt zwischen, okay, das interessiert mich richtig, aber da sehe ich nicht wirklich Potenzial, oder ich mache etwas Mainstreamigeres, wo ich mehr Potenzial sehe, aber nicht so ganz vielleicht mit meiner Leidenschaft in Kontakt bin. Und aus meiner Sicht ist es immer, insbesondere jetzt gerade, wo einfach so viele Themen einfach schon von guten Leuten besetzt sind, ist es quasi entscheidend, sich noch nischenmäßiger aufzustellen und dann nicht zu sagen, okay, ich beschäftige mich mit Autotuning, sondern ich beschäftige mich mit Autotuning von Oldtimern oder sowas, weil das so genau mein Thema ist. Und wo ich vielleicht weniger Leute erreichen kann und jetzt nicht einen Kanal mit 500.000 Abonnenten aufbauen kann, aber wo ich wirklich mit meiner Leidenschaft, mit meiner Expertise in Kontakt bin. Und selbst wenn man jetzt denkt, so, okay, ich weiß, ist schön, dass Robert das sagt, aber ich weiß es einfach wirklich nicht, dann nimmt es, glaube ich, enorm viel Druck, sich zu sagen, ich muss es jetzt nicht herausfinden, sondern das Einzige, was ich machen muss, ist ein Experiment und einfach mal eins von diesen Themen, wo ich sagen würde, okay, das kann ich mir gut vorstellen. So, was fühlt sich gerade am besten an, und damit einfach mal anzufangen und damit einfach herauszufinden, okay, was ist mein Medium? Irgendwie spreche ich gerne vor der Kamera, starte ich vielleicht einen YouTube-Kanal oder starte ich einen Blog oder starte ich einen Audio-Podcast oder was irgendwie meins, oder spreche ich gerne mit Leuten und hänge irgendwie in die Stadt Flyer auf und sage, hier, komm zu meinem kostenlosen Workshop oder was auch immer mein Medium ist, und dann einfach mal damit anfangen. Und dann merken wir, darüber haben wir ja gerade kurz gesprochen, dann merken wir recht schnell, wenn wir versuchen, viel Output zu leisten und so viel wie möglich rauszuhauen, dann merken wir recht schnell so, ist es das oder ist es das vielleicht nicht? Und wenn wir merken, es ist es nicht, dann probier mal für die zweite Leidenschaft auch so. Ja, das war das Thema, bevor wir mit dem Video angefangen haben, diese Experimentierfreude und vielleicht auch nicht sich selber dann verurteilen dafür, dass es wieder nicht das Richtige ist, weil das ist ja das, was wir alle gemeinsam haben, dieses, wir wissen 1000 Dinge, die wir nicht mögen und suchen noch nach dem, was es dann, also das Greifbare wirklich ist. Und wenn ich kurz reinspringe, das ist dieses schöne Zitat von Edison, wie er sagt, ob es nicht frustrierend ist, dass er so viele Versuche gestartet hat und nicht die Glühbirne herausgefunden hat, er gesagt, nein, ich weiß einfach nur jetzt ganz viele Versuche, wie es einfach nicht geht, und damit komme ich immer näher zu dem, wie es letztendlich geht. Ja, voll. Also so ist auch meine Erfahrung. Ich habe ganz viele Annahmen gehabt über Dinge. Das ist der Weg, ich gehe auf Weltreise oder ich werde jetzt orts- und zeitunabhängiger Unternehmer. Und wenn ich die Dinge dann in mein Leben geholt habe, dann waren da schöne Sachen, die ich vermutet hatte, aber auch nicht so schöne Sachen. Und die konnte ich vorher gar nicht sehen. Und dadurch hat sich der Weg so im Zickzackkurs Stück für Stück ergeben. Und ich glaube, das ist so, wenn man pauschal eine Antwort geben kann, dann ist es diese wahrscheinlich, dass man offen ist für diese Experimente. Und sich nicht den Druck aufbürdet, zu sagen, ich muss jetzt in den nächsten 6 Monaten was aufbauen, wovon ich leben kann und was genau meins ist, weil in den allermeisten Fällen ist es einfach nicht so viel. Wenn man sich irgendwie Biografien von erfolgreichen Leuten anguckt, ist es immer, das probiert, nee. Und dann irgendwann gibt es ein Ja so. Und wenn man halt nicht gewillt ist, durch die Nähs durchzugehen, dann findet man das Ja, glaube ich, auch nicht. Voll. Ich glaube, das ist ein guter Schluss. Leute, lasst uns mal wissen, was ihr davon haltet. Ich freue mich megamäßig, dass wir es gemacht haben. Ich verlinke euch mal Roberts Kanal, falls ihr noch nicht kennt, und alle anderen Kontaktdaten von ihm unten drunter. Und ja, lasst uns mal wissen, wie ihr das vielleicht für euch gefunden habt. Ich freue mich da mal drauf, von euch zu hören. Vielleicht habt ihr eine ganz andere Herangehensweise, sodass unsere Community davon profitieren kann. Oder vielleicht auch gerne, wenn jetzt jemand durch dieses Video sagt, so, okay, ich fokussiere mich jetzt mal auf diese eine Leidenschaft und starte damit was, dann gerne mal reinschreiben, was es ist. Das würde mich überinteressieren. Ja, mega. Lasst uns das mal wissen, und ansonsten sehen wir uns demnächst wieder. Macht rein. Bis bald. Ciao.
So, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast, dieses Video reinzuziehen. Und wenn du jetzt sagst, boah, das war dufte und ich will mehr, dann habe ich drei Möglichkeiten für dich, wie es von hier aus weitergehen kann. Erste Möglichkeit, du tust dir einen riesengroßen Gefallen und mir eine große Freude, indem du endlich den verdammten Kanal abonnierst, damit du die zukünftigen Videos nicht mehr verpasst. Zweite Möglichkeit, dieser Weg, den wir machen, um sinnvolle, erfüllende Arbeit in unser Leben zu holen, der ist schon steinig genug, dem müssen wir nicht auch noch alleine gehen. Deswegen empfehle ich dir wärmstens, klick auf den Button unten und werde Teil unserer One Life Baby Community. Da hängen andere Leute drin rum in der Gruppe, die die gleichen Hürden überwinden müssen wie du, die vielleicht schon weiter sind, die gleichgesinnt sind, wo wir ein richtiges Familienfeeling erzeugen. Und ich hänge in der Gruppe rum und wenn du Hürden hast, schreib's in die Gruppe und ich gebe mir beste Mühe, um dir bestmöglich weiterzuhelfen. Dritte Möglichkeit, wenn die Kacke bei dir gerade so richtig am Dampfen ist und du gerade gar nicht mehr weißt, in welche Richtung es weitergehen soll oder wie du die anstehenden Hürden überwinden könntest, dann buche eine kostenlose Coaching-Session mit mir und wir werden sehen, wie wir dich bestmöglich deinem Ziel ein Stück näher bringen können. Das war's von mir. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Hau rein, bis bald. Peace.